Hi, ich bin Martin von SongwriterOnline.com und in diesem Teil meiner Logic-Tutorial-Serie zeige ich dir, wie du im Handumdrehen aus jedem Logic-Instrument ein schönes Pad machen kannst. Und das stimmt wirklich. Laden wir uns zunächst mal hier ein ganz normales Piano rein. Vielleicht das erste hier. Und was ich jetzt mache, ich schließe erstmal die Bibliothek, schalte alle Effekte ab. Wir hören kurz rein. Ja, funktioniert alles. Und was ich jetzt mache, ist ganz einfach, ich lade mir den Space Designer rein. Na hoppla, wo sind wir hier? Reverb. Und wir suchen uns jetzt ein möglichst langes Reverb. Ich habe den Space Designer direkt in den Kanal zugeladen. Und wir suchen uns jetzt ein möglichst langes Reverb raus. Am besten ein Outdoor Reverb. Du kannst natürlich auch ein Plugin von einem Drittanbieter nehmen. Hier 8 Sekunden, das ist gut. Und ich mache es jetzt so, dass ich den Dry-Regler direkt nach unten drehe, komplett nach unten. Wir sind direkt im Kanalzug und das war's schon. Jetzt haben wir unser Pad. In 2 Sekunden aus einem Pad ein Piano gemacht. Du kannst hier natürlich jetzt noch ein bisschen rumdrehen an den Werten. Und wir können auch noch mal ein anderes Instrument probieren. Probieren wir mal ein richtig tristes Instrument, das überhaupt keine Effekte hat. Damit du hier auch noch mal siehst, wie man aus einer richtig trockenen Spur hier noch was rausholen kann. Probieren wir mal so eine Flöte. Ja, Celtic Thin Whistle. Die klingt zunächst mal so. Okay, sehr, sehr trocken und was ich jetzt mache, ist, ich kopiere einfach den Space Designer rüber und schon haben wir. Was ich jetzt hier noch mache, ist, ich mache mal hier den Sustain ein bisschen nach unten und das Reverb von der Thin Whistle selber hier möchte ich auch nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig, man kann hier natürlich jetzt auch noch ein bisschen. Ich kann über den Drive-Wert wieder ein bisschen reingehen. Okay, probieren wir es jetzt einfach mal. Also in kürzester Zeit kannst du dir so Pads oder Ambient Pads anlegen mit dieser einfachen Möglichkeit. Ich hoffe, dir hilft es weiter und du hast ein bisschen Lust aufs Experimentieren bekommen hier mit diesem Trick und wünsche dir viel Spaß beim Erstellen neuer Pads aus irgendwelchen Instrumenten, Bläsern, Streichern, was auch immer. Und wenn du ein cooles Pad dir zusammengebastelt hast, dann kannst du es mir auch mal zukommen lassen, dann kann ich es hier vielleicht vorstellen auf dem Kanal. Das würde mich wirklich freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder am besten, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns morgen dann schon beim vorletzten Tipp dieser Serie. Das ging wirklich richtig schnell. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.